Herzlich willkommen zu unserem neuen Anleitungsvideo, dem neuen Woolholica Knit Along, einem reversiblen Muster, das von der einen Seite und von der anderen Seite genau gleich aussieht. Du kannst jetzt natürlich sagen, oh, das Muster kenne ich doch, das da, weil das sind die Kaffeebohnen. Dies hier nicht, weil das sind die reversiblen Kaffeebohnen, aber dann bist du genau richtig hier. Ich zeige dir jetzt, wie dieses Muster zum neuen Woolholica Knit Along gestrickt wird, reversibel von beiden Seiten. Und damit du weißt, wo du gelandet bist, Woolholica ist dein Online-Shop im Internet mit angeschlossener Handfärberei unter www.woolholica.de. Mein Name ist Gabriele und wir haben auch ein Ladenlokal, Einzelhandel, Fachgeschäft in der Hafenstraße 37 in Bremerhaven. So. Wie stricke ich dieses reversible Muster? Teilbar durch zwei. Ich habe hier 22 Maschen angeschlagen. Egal wie du das anschlägst, 22 Maschen, weil die anderen beiden Maschen sind sozusagen die Randmaschen. Und jetzt kannst du je nach Beispiel. Hier bin ich gleich mit dem Muster angefangen. Weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe auch, muss ich mir jetzt vom Hals wickeln, hier erstmal weiter zwei rechts, zwei links gestrickt und dann mit dem Muster angefangen. Das bleibt dir selber überlassen. Hier starte ich gleich mit dem Muster. Du startest aber quasi mit zwei rechts, zwei links. Das mache ich jetzt auf der ersten Reihe. In meinem Beispiel ist es die Rückreihe. Und ich zeige dir das für die Version A1 und 2. Auch mit zwei rechts, zwei links. Du strickst also zwei rechts, zwei links. Ich ergänze mich oder verbessere mich, ob du jetzt in Runden oder in Reihen strickst. Zwei rechts, zwei links ist quasi Usus. Dann kannst du dir überlegen, ob du weiter im Bündchenmuster strickst, je nachdem, was für oder was du dir ausgesucht hast. In Runden oder Reihen, wie gesagt, ich zeige dir das hier jetzt mal in Reihen. Die erste Reihe ist immer gleich. Wenn du jetzt Bündchenmuster länger haben magst, musst du das weiter stricken. Ich habe gewendet. Und jetzt geht das quasi los. So, Kaffeebohnchenmuster. In Reihen zwei links. Bei den beiden rechten strickst du eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Die beiden linken strickst du einfach links ab. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, zwei links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, zwei links. Guck mal, Fehler im System, das ist ja nur eine links, also jetzt machst du das nicht so wie ich. Ich nehme jetzt hier eine links nochmal auf. Zwei links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, zwei links
Eine rechts, ein Umschlag. Eine rechts, gleicher Fehler von mir, zwei links. Eine rechts. Kannst mal sehen, wie ich da so manchmal rummogel. Die Rückreihe. Die Randmasche. Und jetzt stricken wir das, was vorher zwei links waren, stricken wir jetzt mit zwei rechts ganz normal ab. Und gehen dann auch gleich ins Muster. In der vorherigen Reihe haben wir ja eine rechts, einen Umschlag, eine rechts gestrickt. Da stricken wir jetzt eine links, den Umschlag links abstricken und wieder eine linke, zwei rechts, eine links, den Umschlag links und wieder eine linke, bis zum Reihenende. Zwei rechts, eine links, den Umschlag links, noch eine links und noch mal zwei rechts. So, jetzt wird spannend. Randmasche abheben. Wenn du jetzt genau schaust, haben wir hier zwei linke. Inzwischen ist aus den beiden rechten drei rechts geworden. Und jetzt tauchen wir ins Muster ab. Wir stricken jetzt bei den linken Rippen eine links, ein Umschlag, eine links. Die drei rechten stricken wir rechts ab. Und heben die erste rechte über die beiden nächsten. Eine links, ein Umschlag, eine links. Die nächsten drei rechten stricken wir ab und heben die erste rechte über die beiden linken. Eine links, ein Umschlag, eine links. Drei rechts. Und die erste rechte über die beiden rechten. So bleiben wir immer, weil wir ja zugenommen haben, jede rechte Rippe immer bei dem Grundmuster zwei rechts, zwei links. So. Bei der nächsten Reihe stricken wir die Maschen so, wie sie erscheinen. Und zwar die Randmasche. Gucke da, da habe ich vergessen, eine. Schau nicht zu, da habe ich vergessen, einen Umschlag zu machen. Stricken wir die rechte Rippe eine rechts, den Umschlag rechts und wieder eine rechts, also drei rechte, zwei Maschen links, drei rechts, zwei Maschen links und drei rechts. Dann versetzt sich dieses Muster. Siehst du gleich in der nächsten Runde. Und dadurch wird das Muster auf beiden Seiten gleich aussehend, reversibel tragbar. Na, hier siehst du
Genau, diese Böhnchen kämen jetzt wieder hier zum Zuge auf der rechten Seite. Ich stricke in Reihen, Randmasche abheben, eine links, ein Umschlag, eine links, noch eine links und warte mal. Fehler im System. So. Soll ja auf beiden Seiten klar tragbar sein. Drei links inzwischen und die erste linke über die beiden anderen linken heben. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Drei links, die erste linke über die beiden anderen linken heben. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Drei links, die erste linke quasi drüber heben. Rechts, Umschlag, rechts. Drei links. Und drüber heben. Du hast jetzt quasi immer eine Reihe, indem du die Maschen strickst, wie sie erscheinen, und eine Reihe, indem du Umschlag machst und die erste über die dritte drüber hebst. Rechts, Umschlag, rechts. Eins, zwei, drei, links und drüber heben. Na, nächste Reihe ist wieder stricken wie erscheinen. Stricken wie erscheinen. Zwei rechte, drei linke, weil der Umschlag ist ja bei den linken. Zwei rechts, zwei links. So, jetzt drücke ich die Pause. Dann sehen wir uns auf der Rückreihe gleich wieder. So, das Muster in Reihen. Ich habe zu Ende gestrickt. Randmasche abheben. Eine links, ein Umschlag, eine links, drei rechts und die erste rechte über die beiden anderen rechten drüber heben. Also ganz original dieses Kaffeeböhnchenmuster. Wenn du das im Bündchenmuster stricken würdest, würdest du hier jetzt bei den linken keinen Umschlag machen, sondern einfach zwei links stricken. Aber soll ja reversibel sein. Drei rechts, erste über dritte rechte drüber heben. Eins links, ein Umschlag, eins links. Drei rechts drüber heben. Eins links, Umschlag, eins links. Drei rechts. Links, Umschlag, links. Und so kannst du dir das merken. Oh, Masche verloren. Du hast immer eine Reihe, wo du zunimmst quasi und abnimmst. Und eine Reihe, in dem du strickst, wie die Maschen erscheinen. Stricken, wie die Maschen erscheinen. Wäre jetzt quasi hier bei mir die nächste Reihe. Da wir bei den beiden rechten sind, stricke ich den Umschlag auch rechts ab und die beiden linken einfach links.
Und so geht das einfach seinen Gang. Das ist das Muster, das Kaffeehaus in Reihen. Und jetzt nehme ich gleich noch mal ein extra Video auf. Das Kaffeehausmuster in Runden. Ich stricke eben noch zu Ende und dann zeige ich dir das, was ich hier auf den Nadeln habe, noch mal in aller Ruhe. Hier kannst du sehen, 1, 2, das Muster und auf der Rückseite quasi. Das ist das Muster, zwei rechts, zwei links. Ich wünsche dir viel, viel Freude beim Mitstricken.